Hallo. Spreche mit Herrn Knusprig. Knusprig, knusprig. Ja, hallo. Spreche mit Herrn Knusprig. Und das war's, was man als Begrüßung von ihr bekommt. Wunderschön. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben heute mal wieder zwei Anrufe mitgebracht und ihr habt es schon im ersten Gespräch gehört. Besonders nett und freundlich wird's heute mal wieder nicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen Telefonaten. Respekt, Respekt, ja, wie geht es Ihnen? Was? Wie geht es Ihnen? Gut. Gut. Ich rufe Sie an vom Bitcoin System, ja? Wissen Sie, was ist Bitcoin, oder? Ja. Ja, okay. Öffnen Sie Google, bitte. Was? Öffnen Sie Google. Also man muss ja hier wieder festhalten, die Dame meldet sich hier bei uns, fragt nur, ob sie mit Herrn Knusprig spricht, spricht dann auch quasi den Namen noch falsch aus, fragt, wie es mir geht und fragt, ob ich jetzt das Internet aufmachen kann, also Google. Und naja, eigentlich war es ja nicht mal eine Frage, sondern einfach nur eine Aussage. Wie wäre es denn, wenn sich die nette Dame erstmal zu Beginn so eines Gespräches vorstellt? Also immer wieder verrückt. Die rufen an, stellen sich nicht vor, stellen gleich Forderungen und wollen am besten gleich Geld überwiesen haben. Und sowas funktioniert, ist doch einfach nur noch abartig. Also es wird immer primitiver, wie die am Telefon vorgehen. Wie meinen Sie das? Google, Google, Google. Ich soll was googeln. Ja. Was möchten Sie denn wissen? Schreibe sie auf. Ich muss da wieder vorsehen. Ich muss doch erst meinen Computer anmachen. Ja, Sie können auf Handy auch so machen. Mache diese Rufe auf Lautsprecher und ich muss da wieder vorsehen. Nee, auf dem Handy geht das nicht so richtig. Da habe ich ja keinen Aha. Internetvertrag. Ja, okay, ich habe eine Frage vor Sie. Ja? Ja, Was? wann kann ich populär werden Sie? Ich habe nicht verstanden. Was? Ja, so verstanden Sie. Du bist YouTuber, ja? Nee, was ist das? Was ist das? Ja. Du machst Videos auf Internet. Nee. Nee, dann meine Mutter macht. Deine Mama? Ja. Okay. Wie heißt denn die da? Snow White. Was für ein Ding? Snow White. Kaugummi? Aha. Jetzt haben wir den Grund, warum die von vornherein so, naja, extrem freundlich zu uns gewesen ist am Telefon. Sie wusste wohl schon, wer da auf der anderen Seite der Leitung sitzt. Naja, aber trotzdem. Ihr müsst euch mal vorstellen, das ist ein kriminelles Callcenter. Also eigentlich nicht. Also, na doch, schon, aber die wollen sich als seriös verkaufen. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Die wollen seriös spielen und machen dann solche Telefonate. Das heißt, die verraten sich ja eigentlich selbst. Das heißt, sie bescheißen sich ja selbst. Das heißt, ich weiß es nicht. Also einfach nur immer wieder absolut Wahnsinn, was da für Menschen am Telefon sitzen. Und vor allem, haben die nichts Besseres zu tun? Ist denen langweilig? Kommen da nicht genug Aufträge rein? So verplempern die quasi freiwillig selbst ihr Geld, indem sie einfach mal ein bisschen bei den Scambaitern anrufen. Und selbst wenn nicht, sie kann es ja gar nicht ganz genau wissen unbedingt, ob ich auf YouTube bin oder nicht. Und naja, das, was sie da tut, ist Belästigung. Und auch das ist in Deutschland ein Straftatbestand. Aber gut. Mit ja, ehrlicher Arbeit haben die Leute das aus diesen tollen Callcentern da definitiv nicht unbedingt so. Machst du Spaß? Machst du Spaß? Was? Warum machst du Spaß mit mir? Ich mach doch gar keinen Spaß. Ja, du machst Spaß. Ja. Das ist ja Willst du blöd. bezahlen oder nein? Was? Willst du bezahlen oder nein? Was soll ich denn bezahlen? Sie sollen sich bezahlen, wenn du sprichst. Sprichst du normal? Was passiert mit Ihrem Tone? Was? Was? Wie Warum bitte? sprichst du?
als Katze. Du bist Katze? Nee. Oder nein? Nein. Warum ist das schon nicht normal? Was passiert mit deiner Stimme? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay, so. Du bist populär, ja? Was? Hast du mehr Folger oder nicht? Wie bitte? Oh mein Gott. So, haben Sie Benutzungssicherheit gehabt, Matze, oder wie? Oder nicht? Nee. Nee? Und was benutzen Sie, YouTube? Nee. Nee. Gut. Okay, ich habe keine Zeit vor, diesen Spaß zu machen, okay? Müssen Sie noch andere Leute betrügen? Ja. Okay, ciao. Und warum macht man so einen Job? Was? Warum macht man so einen Job? Das fragen Sie selber. Das ist aber blöd, wenn man so Menschen betrügt. Aha. Macht man ja nicht. Okay. Haben Sie gehört über die Krypto? Was? Haben Sie gehört über die Krypto? Was ist damit? People dying, children and me. Warum antwortest du mir nicht? Ja, weil ich die Frage nicht verstanden habe. Ja, ich sag's euch immer wieder, das Niveau, das kriegen wir hier nach ganz unten geschrubbt. Also wir sind, glaube ich, schon ganz unten. Für Niveau braucht man, glaube ich, noch Minuswerte, um das hier überhaupt in Worte fassen zu können oder irgendwie grafisch darzustellen. Einfach nur Wahnsinn. Vor allem, die erzählt mir hier, sie hat keine Zeit für so einen Blödsinn, aber sie ist doch diejenige, die hier anruft und so einen Blödsinn am Telefon macht. Einfach nur abartig. Und dann erzählt sie mir tatsächlich auch noch, dass sie keine Zeit hat, weil sie noch andere Leute betrügen möchte. Einfach nur immer wieder herzallerliebst, solche Menschen am Telefon zu haben. Hast du gehört? Was gehört denn? Vor Bitcoin. Vor Kryptowährungen. Ja, da habe ich schon mal von gehört. Super, okay, so. Willst du kaufen Bitcoin? Ja, wie viel kostet das denn? Mann, was passiert mit dieser Stimme? Weiß ich nicht. Warum spielst du als Katze? Ja. Du bist Mann oder nicht? Sprich ein bisschen lauter. Sie sind ja gemein. Ja. Ja, also, ich weiß es nicht. Das sind einfach nur ekelhafte Wesen, die sich über alles und jeden irgendwie lustig machen und dann zum Dankeschön rauben sie eigentlich einen auch noch aus. Denn das, was die da tun, ist Betrug und das ist auch nichts anderes als Betrug. Ich meine, man sieht's ja schon, die rufen freiwillig an und vertrödeln noch ein bisschen ihre Zeit und beleidigen dann die Leute. Und meint, dass ihr meine Stimme nicht gefällt. Naja gut, kann ja sein, aber hat sie mal ihre eigene Stimme gehört? Schämen Sie sich manchmal für die Arbeit, die Sie machen? Ja. Okay, ich habe keine Zeit für diesen Spaß, okay? Ich finde das ja nicht lustig. Ich finde das eigentlich. Sie sind sehr langweilig. Warum sind Sie sehr langweilig? Ich finde das eigentlich ziemlich schäbig, wie ihr da so mit den Kunden umgeht. Hast du genug Geld für eine Bezahlung zu machen? Was denn für eine Bezahlung? Was denn für eine Bezahlung? Ah, was für eine Bezahlung? Bitcoin zu kaufen. Ja. Ja. Schön. Und hast du heute schon viele Leute betrogen? Ja. Ja. Das ist aber nicht schön. Warum suchst denn du dir keine anständige Arbeit? Wie alt bist du? Das geht dich doch nichts an. Das kann ich auch fragen. Ja? Ja? Ja, Betrüger zu verärgern ist ja eine anständige Nein, Arbeit. Nein, Betrüger. Doch. Sie betrügen auch. Ja? Ja. Was hier mal wieder so richtig schön auffällt, die ist, glaube ich, zu unfähig, schon wieder alleine zu sprechen. Da spricht die ganze Zeit jemand sogar das vor im Telefon. Das ist schon irgendwie grandios. Ich meine, dass sie den Betrug nicht alleine hinkriegen, das haben wir ja nur schon festgestellt. Da sitzt ja immer jemand bei uns, labert vor. Aber dass die, um Scambaiter zu verarschen, auch noch zwei Leute am Telefon brauchen, das zeigt definitiv, was die für eine Intelligenz haben. Mehr als Hohlbirne ist da nicht. Ja, aber ihr seid ja die Kriminellerin von der Sorte. Oh. Weil ihr betrügt ja die Leute um ihr Geld. Was ist das? Was ist das? Ja. Darüber reden
Warum denken Sie das? Naja, weil ich das weiß. Okay, ich habe eine Frage für Sie. Ja? Wann du mich auf deinen Kanal stellst? Weiß ich noch nicht. Auf. Warum? Ah? Wann du mich auf deinen Kanal stellst? Ja, weiß ich noch nicht. Noch nicht? Weiß ich oder noch nicht. Oder so, dass ich schneller oder bald? Mal gucken. Aber warum suchst du dir keine anständige Arbeit? Hat aufgelegt, ja. Ist ja schade. Naja. Ganz schön laut da bei euch. Und ganz schön viel Krach. Kuckuck. Einfach nur unterirdisch. Also ich weiß manchmal wirklich nicht, was ich dazu noch sagen soll, wenn solche Leute am Telefon anrufen und ja, einfach nur noch Blödsinn machen. Das Gespräch, das habe ich jetzt hier mal abgebrochen, weil sie hat die Musik einfach laufen lassen und ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt hier nochmal in der Nachbearbeitung nochmal einiges an Zeit rausgeschnitten und jetzt glaube ich knapp 3 Minuten, wo sie das Telefon haben einfach weiterlaufen lassen. Und naja, alle 30 Sekunden mal ein Kuckuck oder so braucht er dann auch nicht von mir. Aber einfach nur ekelhaft. Vor allem, wenn man die Geräuschkulisse da im Hintergrund beachtet. Ich habe ein kleines bisschen drin gelassen. Das Problem ist ja hier mal mit den Urheberrechtsrechten von der Musik. Einfach nur Wahnsinn. Naja, machen wir mal weiter mit dem zweiten Telefonat, das ich euch heute auch noch mitgebracht habe. Hallo? Ja, hallo. Guten Tag. Sie haben... Ich höre meine Stimme auch dazu. Ja, toll. Sie haben mich in der Lautsprecher. Was? Ich bin bei Lautsprecher bei Ihnen. Nee, Sie sind bei mir am Telefon. Okay. Okay, ich rufe Sie an, weil Sie haben bei uns ein Interesse gezeigt vor Trading. Okay, wie habe ich Ihnen das gemacht? Entschuldigung? Ich rufe Sie an, zum Beispiel, wenn Sie mit Ihrer Kontoaktivierung. Okay. Ja. Habe ich verstanden, Benutzen Sie einen Computer, ein Tablet? Wollen Sie mir nicht erstmal was über Ihre Firma erzählen? Natürlich. Sie sind gerade auf Squared Financial, ja? Ja, sowas habe ich gesehen, ja. Genau. Haben Sie Erfahrung generell? Nur so ein bisschen. Nur ein bisschen. Okay. Mit was haben Sie Erfahrung, wenn ich fragen darf? Was meinen Sie denn genau? Meine ich mit Kryptos, mit Aktien. Ach so, ja. Habe ich mir mal angeguckt, schon ein paar Videos, ja. Okay. Und jetzt haben Sie Interesse zum Anfangen mit Aktien, ja? Ja, vielleicht. Wenn die Firma gut ist, dann ja. Unsere Firma heißt Square Financial. Ja, wir sind hier in Zypern, in Limassol. Wir sind ein regulierter Unternehmen. Naja, das glaubt man doch als Unternehmen bei Zypern gleich sofort nicht. Wieso nicht? Wir sind unter SciSec. Ja, genau. Welches Unternehmen arbeitet legal, was bei der SciSec angemeldet ist? Wieso sagen Sie das? Das war eine Frage. Das war keine Aussage, es war eine Frage. Welches Unternehmen arbeitet denn legal bei der SciSec? Unsere. Wir sind lizenzierte Unternehmen. Okay. Wir sind unter SciSec. Ja, aber SciSec ist ja jetzt kein gutes Vorzeigebild. Da sind ja nur Kriminelle angemeldet. Okay, so das heißt, dass haben Sie Erfahrung geguckt, ja? Ich habe mich halt mit beschäftigt, ne? Aber das Erste, was man im Internet findet, ist, dass alle Unternehmen oder fast alle Unternehmen, die bei der SciSec registriert sind, Dreck am Stecken haben. Nein, das ist nicht alles so. Ja. Das hat was etwas passiert, das heißt nicht, dass es alles gleiche. Ja, reicht aber schon aus, wenn man 99%ige Gefahr hat. Ich sage zu Ihnen, Sie haben ein Interesse gezeigt zum Traden. Ja? Ich sage zu Ihnen, dass unsere Firma heißt Squared Financial. Wir sind in Zypern in Limassol. Wir sind ein registriertes und reguliertes Unternehmen. Ja, aber bei der SciSec, das ist doch nicht registriert und reguliert. Das ist doch quasi lächerlich.
So, wieso sagen Sie das? Na, weil das so ist. Nein, bei der SciTech ist man doch nicht vernünftig reguliert. Bei der SciTech, das ist ein Spaßkasperverein, wo nur Betrüger die Lizenzen haben. Da kann ja jeder x-beliebige Fuchs kann eine Lizenz kaufen. Wenn ich da hingehe und sage, ich will eine Lizenz kaufen, kriege ich eine. Ehrlich? Wie machen Sie das genau? Ja, damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, aber ich weiß, dass es so einfach ist bei der SciTech. Da arbeiten Nein, ja, ist nicht einfach. Ja, aber was ein Fakt ist, ihr gehört zu 99,999% auch zu den Betrügervereinen. So, wenn Sie glauben, dass wir sind eine Betrug, ja, das ist Ihre Meinung, ja. Ich sage zu Ihnen, dass wir sind eine lizenzierte Unternehmen, unsere Lizenznummer. Ja, aber die Lizenz ist doch nichts wert bei der SciTech. Entschuldigung, was glauben Sie, dass der BaFin ist besser dann SciTech? Ja, die BaFin reguliert ja kein Krypto, aber es hat ja auch so seine Gründe, ne? Das ist, unsere Firma hat nichts zu tun nur mit Krypto, ja, hat mit Aktien, hat mit Indizes, mit Commodities und was noch nicht immer, ja. Ja, aber die BaFin, die reguliert keine Firmen, die Krypto in ihrem Portfolio haben. Okay, so wenn Sie möchten eine Investition in Deutschland unter BaFin möchten Sie machen, können Sie das gerne machen. Ja, da gibt es ja leider keine mit Krypto. Aber das Problem ist, dass man, egal wo man sich anmeldet, dann nur Betrüger am Telefon hat, wenn man bei Kryptowährungen irgendwas handeln will. Na gucke, vom Gegenteil kann es mich auch nicht überzeugen. So, wissen Sie was? Ich kann sagen zu Ihnen etwas. SciTech ist unter ESMA, ja? Was ist SciTech? ESMA, wissen Sie, was genau ESMA ist? Nö. Okay. So, und das heißt, dass ich habe nicht so viele Informationen, dass Sie brauchen. Na doch, ich weiß, dass die SciTech sehr unseriös ist. Das reicht doch als Information. Wissen Sie, ESMA heißt European Securities and Markets Authorities. Ja? ESMA ja. Kontrolliert alle Finanzunternehmen das ist unter ESMA, okay? SciTech ist unter ESMA. So, wenn Sie haben keine Vertrauen generell in der ESMA, heißt das, Sie haben keine Vertrauen generell. So, Sie brauchen keine Investition zum Tätigen. Verstehen Sie, was meine ich? Ja, ich habe ja gesagt, dass ich bei Betrügerfirmen keine Investition tätige. Das ist richtig. Wieso sagen Sie, dass wir sind eine Betrug? Gehen Sie bitte erst einmal auf unsere Seite und sagen, schauen Sie, was haben wir, eine Lizenznummer? Ja, ja die ist ja nichts wert, die Lizenz. Das ist ja Spielzeug, die kann sich ja jeder holen bei der SciTech. Nein, doch? Nein, doch. Das stimmt nicht. Natürlich. Eine Frage, was machen Sie beruflich, wenn ich frage darf? Das sage ich dir nicht. Aber es ist, glaube ich, auch besser, dass du nicht weißt, was ich beruflich mache. Dann wirst du später auf jeden Fall schon noch rausfinden, was ich beruflich gemacht habe. Ja, meine Frage ist, dass wenn Sie haben etwas zu tun mit der Finanz, ja, Sie muss wissen, dass jeden Finanzunternehmen muss eine Regulation haben. Das ja, richtig, richtig. Und Betrügerfirmen holen sich halt bei der SciTech eine. So, das heißt, das haben Sie irgendwann Geld verlieren? Nee, verloren. Ich kenne mich halt nur mit dem Thema gut aus. Okay, so wenn Sie wissen, was genau ist, Sie müssen auch wissen, dass eine regulierte Unternehmen kontrolliert und der Finanzaufsicht beschert. Ja, aber die SciTech ist nichts wert. Entschuldigung, aber wir haben eine Lizenznummer in ja, SciTech. Das ist ja nichts wert. Natürlich ist. Nein, es ist nicht. Das ist Spielzeug. Wir sind kontrolliert. Das ist Verarsche. Ihr seid nicht kontrolliert. Tja, und genau so sieht's aus. Die SciTech ist vom Prinzip her einfach nur eine Kontrollbehörde, sowas wie die BaFin, was in Europa, Deutschland, also, ja, also ihr wisst ja Bescheid. Aber die SciTech ist, da ist das Problem, dass da einfach jeder Hund und Kunst sich eine Lizenznummer holen kann, weil sie die quasi aus dem Fenster werfen und das dann danach überhaupt gar keiner prüft, was denn da so wirklich passiert, obwohl das die Aufgabe der SciTech ist. Man kennt es ja aus Zypern, da gibt es ja so viele Briefkastenfirmen, hat man ja dann doch schon mal im Fernsehen gehört, auch wenn danach nie wieder irgendwas passiert ist und sich keiner von den deutschen Behörden da scheinbar drum kümmert. Man kennt es ja leider auch wieder nicht anders, ne? Also das, das wird leider immer deutlicher, dass in Deutschland überhaupt nichts gegen diese Betrüger gemacht wird. Es gibt mal, hin und wieder mal, irgendwo ein kleines bisschen, wo jemand da einschreitet. Aber streng genommen, wenn man das jetzt mal so pauschalisiert, kann man fast sagen, Deutschland kümmert sich einen Scheiß um solche Betrüger und machen überhaupt nichts. Die SciTech, die guckt ja gar nicht, ja? Unser Gespräch ist aufgezeichnet, richtig.
und wird definitiv auch an die Behörden weitergeleitet. Genau, so. Sie haben und Sie kennen viele Informationen über CISEC. Sowieso sagen Sie, dass wir haben zu tun, wir sind ein Investmentunternehmen. Nee, ihr seid Betrüger, ihr seid kein Investmentunternehmen. Das ist eine Einbahnstraße bei euch, ihr Scheißbetrüger. Eine Frage. Machen Sie vielleicht auch ein Video dazu in YouTube gerade, oder? Das geht dich überhaupt nichts an. Okay, so, wissen Sie was? Ich möchte nicht Ihre Zeit nehmen, ja? Auf jeden Fall, ich sage zu Ihnen, wir sind ein reguliertes Unternehmen. Seid ihr nicht? Ihr seid Betrüger. Das dürfen Sie nicht sagen. Doch, das darf ich sagen. Du bist Betrüger, du bist selbst kriminell. Du machst dich selbst strafbar damit, mit dem, was du da tust. Du bist einfach nur ein kleiner Krimineller, einer bandenmäßigen Betrug und das auch noch gewerbsmäßig. Okay, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, Betrüger. Vielen Dank für Ihre Zeit. Betrüger. Eine Frage, ganz ehrlich. Ja, du bleibst immer noch Betrüger, da kannst du so viele Fragen stellen, wie du willst. Okay, und wieso bin ich Betrug? Was habe ich gesagt zu mir, das ist nicht, das stimmt nicht? Na, zum Beispiel das mit der Sci-Fi ist ja witzig, was du mir da erzählst. Das ist doch nichts anderes als lächerlich. Du erzählst mir doch nur lächerliche Scheiße, ohne Hand und Fuß. Okay, so das heißt, dass Sie haben kein Interesse zum Investieren in Zypern, ja? Na, zumindest nicht in Ihrem illegalen Unternehmen, richtig. Gibt's keine das doch, ist ihr illegal. Seid illegal. Entschuldigung, eine Finanzunternehmen, ja? Und das ist unter eine Finanzaufsichtsbehörde, ist kein illegal. Ja doch, eure schon. Wie heißt unsere Plattform? Ja, hast du doch vorhin erzählt, ich hab's dir doch auch. Wie? Ja, das hatten wir doch jetzt zu Beginn des Gesprächs. Das spielt doch jetzt auch gar keine Rolle. Die Rolle spielt, dass du mir erzählst, dass ihr bei einer illegalen Verteilsammelstelle angemeldet seid und denkt, dass ihr legal seid. Das seid ihr nicht. Ihr seid Betrüger. Ihr seid einfach nur bandenmäßige Betrüger. Und das ist ekelhaft. Und von wo nehmen Sie das ein? Na, von dir. Von dir. Du erzählst mir das doch. Ich habe gesagt, wir sind reguliertes Unternehmen in CISEC. Ja, und das sind Betrüger. Betrüger sind bei der CISEC reguliert. Aha. Also okay, hast du mir erzählt, dass ihr Betrüger seid. In welche Regulator wir muss angemeldet? Wir muss? Welche? Sagen Sie mir, das ist keine Betrug. BaFin, FSA. Ja, wer bei der BaFin angemeldet ist, kann theoretisch auch ein Betrüger sein. Aber das dafür sorgt ja die BaFin, dass die Unternehmen dann ganz schnell zumachen. Und die CISEC halt eben nicht. Die CISEC unterstützt das ja sogar noch, dass da Betrüger sich anmelden. Da kriegst du eine Lizenz für 25 Euro hinterhergeworfen. Ehrlich? 25 Euro eine Lizenznummer? Sie haben keine Ahnung, ganz ehrlich. Naja, das sagt der Betrüger, der keine Ahnung hat. 25 Euro eine Lizenznummer? Schämst du dich eigentlich nicht für den ekelhaften Job, den du da machst? Menschen berauben? Okay. Das ist doch ekelhaft, was du da machst. Tschüss. Ja, du bist ein Betrüger. Nix, tschüss. Einfach nur widerlich. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ich habe euch hier noch eine kleine Playlist reingepackt, wo ihr noch ein paar weitere Videos schauen könnt, bis das nächste Video kommt, wenn ihr mögt. Ansonsten schaut gerne auch mal auf Facebook vorbei. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.